die Freude von Dortmund gestern war das Leid von Köln gestern Abend. Und es ist ja ein Leid, das gar kein Ende mehr nimmt beim ersten FC Köln. Und wir freuen uns jetzt über diese Köln-Krise auch noch weiter unter dem neuen Trainer mit einer wahren Köln-Legende zu sprechen, nämlich Toni Polster. Und so einen wie ihn könnten die Kölner aktuell sehr gut gebrauchen. Toni Polster genießt wie nur wenige Legendenstatus beim 1. FC Köln. Im Sommer 1993 wird aus dem Wiener Toni der kölsche Tünn. Polster poliert mit Charme, Schmäh und Charisma den FC tüchtig auf in Sachen Stimmung und Kult. Eine famose Performance mit nachhaltigem Erinnerungswert gelingt ihm dabei auch, gemeinsam mit den fabulösen Thekenschlampen. Toni, lass es Polster. Doch der Lange kann's in Köln nicht nur lustig. In 150 Spielen erzielt Polster 79 Tore, mutiert zu Toni Doppelpack und zu einem wahren Gönner. Ja, es geht ums Geld. Es ist halt diesmal umgekehrt. Der FC will mir mehr zahlen, als ich nehmen will. Also das ist die Schwierigkeit. Sie wollen mir das Geld praktisch aufdrängen. Und das möchte ich nicht. Toni Polster und der 1. FC Köln. Das ist und bleibt eine Herzensangelegenheit. Hallo Toni, schön, dass du mit dabei bist. Und die allerwichtigste Frage vorneweg ist, wie geht's dir? Denn vor dem Jahreswechsel waren die Sorgen um dich sehr, sehr groß. Eine Not-OP hat dir das Leben gerettet aufgrund eines Magendurchbruchs. Geht es dir jetzt wieder besser? Ja, hallo im Studio aus Wien. Mir geht's jetzt wieder besser, Gott sei Dank. War eine schwierige Situation für mich. Ich hatte einen Magendurchbruch und das war ohne Vorwarnung eigentlich, denn ich hatte keine Schmerzen. Angeblich hätte ich aber den Magendurchbruch schon 2 Tage vorher gehabt, aber so schlimm war das Bauchweh jetzt nicht. Aber bin dann auf Drängen von meiner Frau auch sehr schnell ins Krankenhaus gefahren und wurde notoperiert und bin jetzt froh, dass mir wieder gut geht. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, darf jetzt nichts Fettes essen und auch keine Kohlensäure trinken und so weiter. Aber es geht mir wieder gut und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, denn die Ärzte haben mir gesagt, also wäre ich eine Nacht länger zu Hause geblieben, wäre ich am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht. Und deswegen bin ich froh, dass ich es noch rechtzeitig ins Spital geschafft habe. Das klingt dramatisch, Toni. Vielleicht kannst du uns noch einmal kurz beschreiben, wie das genau in der Situation war. Ich glaube, wir haben gehört, du warst in dem Moment im Auto mit deiner Frau. Ist das richtig? Ja, ihr wisst ja, dass ich um 3 Tore in der Nationalmannschaft kämpfe, die man mir nicht anerkennen möchte, weil man sagt in Österreich beim Fußballverband, das waren inoffizielle Länderspiele und inoffizielle Länderspiele gibt es ja nicht. Es gibt Bewerbsspiele oder Freundschaftsspiele. Beide zählen natürlich zur Statistik und das waren für mich ganz normale Länderspiele mit einem ausländischen Schiedsrichter, mit der Bundeshymne, ganz normale Länderspiele. Und da habe ich doch 3 Spiele noch dazu gemacht und 3 Tore gemacht in diesen 3 Spielen. Und die möchte ich gern dazu haben, deswegen haben wir eine Pressekonferenz gemacht und auf dem Weg zur Pressekonferenz war mir derartig schlecht. Ich war ganz weiß im Gesicht und hatte dann auch wirklich Magenschmerzen und dann bin ich sofort ins Spital gefahren, habe die Pressekonferenz leider nicht mitmachen können und bin dann gleich notoperiert worden. Also habe selbst gedacht, dass ich jetzt vielleicht geröntgt werde oder eine Spritze bekomme oder Medikamente und dann wieder nach Hause fahre. Aber als die Ärztin dann zu mir gesagt hat, wir müssen notoperieren, war ich natürlich sehr, sehr erschrocken, weil es für mich keine richtigen Anzeichen gab dafür. Wir freuen uns sehr, dass es dir wieder gut geht, Toni. Also besser auf jeden Fall und dass Danke. Du hier bei uns bei Bildsport zu Gast sein kannst. Du hast gerade gesagt, du musst um Tore in der Nationalmannschaft streiten. Um deine Tore beim 1. FC Köln musstest du nie streiten und da würde auch keiner streiten wollen. Denn du trägst ja nicht umsonst auch den Spitznamen Toni Doppelpack, habe ich mir sagen lassen, auch wenn das weit vor meiner Zeit noch war. Ganz fit bist du nicht, aber einen fitten Toni Polster könnte der 1. FC Köln aktuell sehr gut gebrauchen. Gibt es denn überhaupt irgendjemanden, den der 1. FC Köln aktuell retten kann? Oder ist die Hoffnung da schon aufgegeben und man muss sich damit zufrieden geben, dass es nächstes Jahr den Gang in die 2. Liga gibt für den 1. FC Köln?
Ja, es gäbe nur die eine Möglichkeit, dass mehrere Spieler sich am Toreschießen auch beteiligen. Also wenn man nur 11 Tore geschossen hat bis in 18 Spielen, dann ist das eine Katastrophe einfach. Und wenn man sich die Torschützenliste ansieht, Selke 5, Kainz 3, dann haben alle anderen Spieler haben dann 3 Tore geschossen. Und das ist zu wenig. Also da kannst du nicht oben bleiben. Entweder hast du einen Torjäger, der 20, 25 Tore macht, oder du musst dir die Tore auf die ganze Mannschaft verteilen und da kann sich niemand ausnehmen, denn es gibt ja viele Standardsituationen, es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch Tore zu schießen, aber wie gesagt, 11 Tore geschossen hast in 18 Spielen, aber 33 bekommst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du Vorletzter bist. Nun können die Dortmunder, die Kölner ja auch nicht noch einkaufen, weil die ja ein Transferverbot vom Internationalen Fußballverband haben. Baumgart ist weg, ist zurückgetreten. Hättest du lieber gehabt, wenn Steffen Baumgart geblieben wäre, sähst du dann die Chance größer vom FC drin zu bleiben? Also ich glaube, dass er einen guten Job gemacht hat, Baumgart, und dass die Hoffnung immer da war, dass da was entsteht, was auch vielleicht nachhaltig sein könnte. Leider Gottes schaut es jetzt wieder sehr, sehr schlecht aus und der FC hat aber noch immer die Möglichkeit, jetzt den Rückstand aufzuholen. So viel Punkte Rückstand sind es nicht, vielleicht zu der Relegation. Und von daher verstehe ich auf der einen Seite, dass man nochmal probiert hat, diese Negativserie zu beenden. Auf der anderen Seite denke ich mal, liegt es vor allem an den Spielern und weniger an den Trainern im Moment. Aber hast du das Gefühl, dass Timo Schulz der Richtige für die Mission Klassenerhalt ist beim 1. FC Köln? Ja, das, man weiß es ja nie vorher. Ne? Ich denke mal, er hat sicherlich, ist ein sehr sympathischer Mann, er hat sicherlich, ist das auch ein sehr, sehr guter Trainer, ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, jetzt müssen sich die Spieler auch hinterfragen, ob sie wirklich auch alles tun, denn wie gesagt, 11 Niederlagen in 18 Spielen und nur 2 Siege, 5 Remis, das ist unterm Strich zu wenig. Mit dieser Bilanz kannst du sehr, sehr schwer in der Bundesliga bleiben. Fehlen dem FC vielleicht Typen wie Polster und Poldi? Das waren ja noch, nicht nur, dass du schön gesungen hast, ja, mit den fabulösen Thekenschlampen, so hast du ja auch ganz gut Fußball gespielt. Ja, na gut, Poldi und ich haben, es war halt immer so, ich sage ja, wenn du hast einen Toni Polster, der 22 macht, einen Bruno Labbadia, der 16 macht, dann kannst du auch europäisch spielen. Und wenn du das nicht hast, dann musst du 6, 7 Spieler haben mit 5, 7 Toren, um das Ganze aufzufangen. Und die sehe ich beim FC aktuell nicht. Und ein Torjäger fehlt ja sowieso. Toni, jetzt müssen wir dich einmal fragen, weil du bist ja Österreicher. Gestern haben die Österreicher unsere Handballhoffnungen ganz schön erschüttert. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, also wir sind alle richtig geflasht und richtig begeistert, wie cool die Mannschaft auftritt. Was sie dann performt alle 2 Tage, das ist Wahnsinn. Und sie machen uns so eine Riesenfreude. Es werden alle Programme umgeworfen, um die Mannschaft live jetzt zu sehen. Und wir sind mächtig stolz auf diese Truppe, was die leistet. Also ist fantastisch. Und in Deutschland, gegen Deutschland unentschieden zu spielen, dann die ungeschlagenen Ungarn zu schlagen, also das ist aller Ehren wert. Und ich hoffe, die Reise geht noch weiter und ist noch nicht zu Ende. Toni, du hoffst, dass Deutschland hofft das Gegenteil und hofft, dass Österreich gegen Frankreich verliert, damit der Halbfinaleinzug für Deutschland noch möglich ist. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen mit Toni Polster. Auch er darf bei Bildsport, wie es so gang und gäbe ist, noch durch Stimmt oder Stuss.
Stimmt oder Stuss heißt, wir legen dir eine These vor und du musst uns sagen, ob diese These für dich stimmt oder ob das totaler Stuss ist. Unsere These an dich lautet, Toni Polster zu seinen besten Zeiten wäre heute besser als Harry Kane beim FC Bayern. Stimmt's oder Stuss? Also deine Frisur sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als die von Harry Kane, das kann ich sagen. Kann man das auch erklären oder muss man... Oder du darfst das auch erklären. Ja, also ich wäre gerne zum FC Bayern gegangen. Ihr wisst ja, ich habe 4-mal in den Europapokal gegen die Bayern in 2 aufeinanderfolgenden Jahren gespielt, habe 4 Tore gemacht in diesen 4 Spielen. Und der Wunsch von Lothar Matthäus, Bremen etc. war immer, dass man mich holen sollte, weil ich dieselbe Sprache spreche, weil ich passen würde. Und damals war der FC Bayern nicht so mit Stürmern gesegnet. Also da waren McInerney, Roland Wohlfahrt, Dieter Hoeneß und Matti und so weiter. Also da hätte ich schon gute Chancen gehabt, auch immer fix zu spielen. Und da hätte ich beweisen können, dass ich auch viele, viele Tore schießen kann. Ja. Hätte mir gefallen, dort zu spielen. Leider hat es nicht geklappt und deswegen ist es nicht beweisbar. Also deswegen Stuss. Okay. Ja, wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass Toni Polster auch beim FC Bayern München sicherlich Torschützenkönig geworden wäre. Toni, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gute Besserung weiterhin. Ja, vor allem das. Und wir hoffen auch, dass der erste FC Köln da unten noch rauskommt. Ja, ich bedanke mich. War mir eine große Ehre. Dankeschön. Danke.